Willkommen zurück im nächsten Video. Heute schauen wir uns gemeinsam an, wie erstellen wir den ersten Bot und auch, was bedeutet denn eigentlich die erste Option. Wir starten hier unter MyExchange. Wie ihr seht, die Binance ist hier verbunden. Wir haben keinen Error. Wir sehen hier das Expiration Date. Das heißt, alles ist ordentlich gemacht. Und wir gehen nochmal hier in die Settings rein. Schauen hier unter Preferences, Bot Settings, und das sind hier jetzt die Standard Settings. Also standardmäßig ist es so, dass wir einen Bot mit einem Lot von 30 eröffnen, also 30 Order, einen Step-Prozent von 1%, das ist der Abstand zwischen den Ordern, das heißt 1% nehmen wir hier, dann der Startpreis 3% über dem aktuellen Wert und die Option 1. Bedeutet die Option 1, dass wir immer denselben Wert kaufen und verkaufen. Wir schauen uns das jetzt dann gleich live auf Binance an, was hier genau passiert. Aber das sind hier mal die Standard-Settings. Ja, zu den einzelnen Punkten gibt es dann später noch gleich eine Beschreibung dazu und Erklärung. Aber jetzt geht es heute mal um die Option 1. Das ist die einfachste Option und auch was. Auf was muss ich achten, wenn ich den Bot jetzt erstelle? Ja, das kann ich hier alles ändern, wenn ich dann später mal Bescheid weiß, was ich tue. Dann kann ich hier auch sagen, ich gehe 10% über den Wert drüber oder vielleicht nur 1%, wie auch immer. Ja? Gut, also hier haben wir in den Bot-Settings, wie gesagt, diese Standardeinstellungen. So, wir gehen jetzt hier auf Create Bot und ich möchte jetzt hier den ersten Bot erstellen und wir wollen zum Beispiel BUSD und wir wollen BUSD und BNB traden. Genau. So, das heißt, wir wählen hier Binance aus. Dann kann ich hier mit der Tastatur reinschreiben BUSD. Ich gehe mal ganz gern mit dem Tabulator weiter ins nächste Feld. So, als Coin nehmen wir dann BNB. Genau. Auch Tabulator weiter nächstes. Oder ich klicke hier einfach drauf Buy. So. Dadurch, dass das jetzt der erste Bot ist, wird uns hier in der Balance noch 0 angezeigt. Wir schauen uns das Ganze aber mal auf Binance an und sehen hier, dass eigentlich 1000 Dollar zur Verfügung wären. Diese 1000 Dollar werden dir erst angezeigt, wenn du deinen ersten Bot eröffnet hast, zum Zeitpunkt des Videos. Im späteren Verlauf wird es dann mal so sein, dass wenn du die API speicherst, dass dann alle Daten direkt gezogen werden und dann hast du schon dann hast du schon die Balance-Ansicht beim ersten Mal dort. Jetzt ist es mal so, damit hier, also zum Zeitpunkt des Videos ist das noch nicht, die API ist frisch verbunden. So, wir gehen jetzt hier 3% über den aktuellen Wert. Ja, wir sehen es hier, der aktuelle Wert ist bei 286. Wir gehen hier 3% drüber. Das ist jetzt hier der Mindestbetrag. Ja, wenn ich ein 30er Lot habe, dann brauche ich mindestens 360 Dollar. Wieso? Der Mindestbetrag auf Binance beträgt 10 Dollar. Wir sagen aber optimal, damit hier wirklich alles immer passt, gehen wir um 20% über die Minimalorder drüber. So, das wären dann jetzt hier 12 Dollar. Das heißt, der Mindestbot, wenn ich anfangen möchte zu traden, ist 360 US-Dollar. So, jetzt hier unten ist Market ausgewählt. Das sehen wir hier schon. Und wir gehen jetzt einfach mal auf Create Bot. So, jetzt sehe ich den Bot hier. In den Einstellungen, was sehe ich hier eigentlich genau? Ich schalte jetzt einmal alles ein. Das heißt, hier sehen wir die Profitanzeige. Das ist der Gesamtprofit. Hier sehen wir der Profit in den letzten 24 Stunden. Hier sehen wir, welchen Markt haben wir, traden wir. Hier sehen wir einen Forecast. Das bedeutet, wenn der Bot jetzt dann schon mal läuft, dann sieht man, wie, wenn der Bot in dieser Geschwindigkeit weiterlaufen würde, welche Prozente würde ich im Jahr erreichen? So, dann haben wir hier das Eröffnungsdatum. Hier kommt dann später das Datum hinein. Wann hat der Bot den letzten Trade gemacht? Hier ist die Runde. Was ist eine Runde? Dazu gehen wir jetzt hier kurz in den Status rein. Wir haben hier immer eine Ordernummer. Ja, hier sehen wir auch noch mal das Paar. So, und die Ordernummer in der History sieht man es noch besser. Da müssen wir kurz in die Settings nochmal reingehen und hier Bot History alles einschalten. Botlist, Bot History. So, hier sehen wir es nochmal besser. Was ist die Ordernummer?
oder was ist eine Runde? Ja, wir haben immer Runde 1 bei, Runde 2 Cell, also Runde 1 bei, Runde 1 Cell und dann kommt die Runde 2. Ja, das heißt, immer eine ganze Umrundung bedeutet, dass der Trade fertig gemacht wurde. Das heißt, wir eröffnen mit bei, Cell, Runde 1, Runde 1 und dann, wenn jetzt dieses Cell verkauft wurde, ja, dieses bei 298, wir schauen kurz auf Binance, was ist da jetzt passiert? Das heißt, wir sind jetzt 3% über den Startwert gegangen. Ja, so schaut jetzt so ein Bot dann aus, wenn der dann fertig eröffnet wird. Das bedeutet, hier, das sind die Verkaufsorder, das hier unten sind die Kauforder. Das bedeutet, wenn jetzt der Kurs fällt, ja, dann wird die gekauft und automatisch oben um 1% in den Sell wieder hingestellt. Ja, und immer mit dem gleichen Wert. Ja. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel, und das sehen wir in der Trade History, wir haben hier zum Beispiel 0,41 gekauft und deswegen verkaufen wir auch wieder 0,41. Ja, also das ist immer derselbe Wert. Ja. Das heißt, es wird immer derselbe, wir haben 0,041 da. Kaufen wir schon 0,042, weil wir nehmen immer dieselbe Ordergröße. Das heißt, wir kaufen immer für 10 Dollar ein, aber nach unten hin kaufen wir natürlich immer mehr ein. Und jetzt kaufen und wir kaufen und verkaufen immer um denselben Preis. So, und dann haben wir hier eine Runde fertig und so kommt dann auch nämlich die Profitkalkulation zustande. Genau. So, wir gehen wieder in die Bot History. Hier sieht man dann eben dann die Runden. Aktuell Prozent, das bedeutet immer, wie weit ist der Bot jetzt vom Startwert entfernt. Ja, also wir sind derzeit 3% im Minus. An der Stelle ist mal gesagt, ein Buy-Bot muss im Minus sein, ansonsten funktioniert er gar nicht. Ja, weil wenn hier ein Plus steht, dann wäre ja der Kurs hier oben und dann würden wir nicht mehr traden. Also wenn der Buy-Bot nicht im Minus ist, dann müssen wir uns was überlegen. So. Hier haben wir dann den Lot, das heißt, wir haben 30 Order aufgemacht, Start, Ende, die Option, das ist der Step, also das ist immer der Unterschied zwischen den Ordern, die wir jetzt hier aufgemacht haben. Das heißt, alle immer für 3 Dollar ist hier der Unterschied, sieht man 283, 280,1. So, und hier haben wir eben das Ganze in der Funktion bei. So, jetzt haben wir den ersten Bot eröffnet, jetzt gehen wir hier nochmal rein, Binance, BUSD. BNB bei. So, und jetzt seht ihr schon im zweiten Bot, da sehe ich jetzt schon, was hätte ich denn jetzt noch für eine verfügbare Balance. Ja, wenn ich jetzt einen weiteren Bot aufmachen möchte. Und jetzt ab dem zweiten Bot, da siehst du es, wie viel hast du denn wirklich in der verfügbaren Balance. Also mittlerweile, wir haben das wirklich ganz einfach jetzt aufs Mindeste reduziert, wirklich so anfängerfreundlich wie möglich. Das heißt einfach nur, okay, ich sage, ich möchte gerne BNB traden, ja, ich möchte gerne Bitcoin traden oder egal welchen Coin. So, das heißt, ich brauche mir dann einfach nur aussuchen, Börse, BUSD, Coin, also Markt, Coin, Buy oder Sell. Das schauen wir uns dann später nochmal an, was ist eigentlich ein Sellbot. Heute, jetzt geht es mal nur um die Buy-Bots und wie erstelle ich meinen ersten Bot. Und damit ich einfach mal sehe, ab wann kommt welcher Wert und auch was passiert dann eben an der Börse, was ist die Funktion Market, wie kann ich da, was passiert hier genau an der Börse. So, wenn ich dann jetzt hier wieder auf Botlist gehe und hier das Ganze einmal lösche, zack, dann wird auch auf Binance der Bot wieder abgebrochen, aber genauso wie die Order gewesen sind. Ja. Also wir waren ja jetzt 3% im Minus. Dadurch waren die ersten drei Order in BNB, die anderen 27 in US-Dollar. Das bedeutet, ich habe jetzt in meinem Wallet zurückbekommen die US-Dollar und die BNB. Ja, beides finde ich jetzt wieder in meinem Wallet. Gut. Soweit an dieser Stelle mein erster Bot. Nochmal kurze Erklärung. Einführung, erste Funktion, Market und nochmal kurzer Rückblick, wie funktionieren die Settings, wie funktioniert das alles ganz genau. Und genau, an dieser Stelle viel Spaß mit Metronix und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.